Hallo, ich bin Philipp Haas von InvestorSearch TV und in diesem Video geht es um eine Firma, die die meisten kennen dürfen, zumindest die Produkte. Aber glaube ich, als Aktie ist das Unternehmen trotzdem nicht so bekannt, auch wenn vielleicht viele mit dem Produkt täglich mehrfach in Berührung kommen. Es geht um Villeroy & Boch. Das ist wirklich ein deutsches Traditionsunternehmen, wurde im 18. Jahrhundert gegründet und ist eine führende Porzellanmanufaktur. Zum Unternehmen gehören auch noch zwei Schlösser und so ein paar Immobilien. Es ist auch noch gewisse stille Reserven sind da vorhanden, auch wenn man da einen Teil auch schon realisiert hat. Was macht das Unternehmen heute? Es hat zwei wichtige Geschäftsbereiche. Das eine ist sogenannte Tischkultur. Ja, das sind Teller, Porzellan, aber auch Gläser. Und das andere ist Bad. Vor allem Badewannen, Toiletten, Waschbecken und was auch immer wichtiger wird, der Bereich Wellness. Ja, also da kann man so für 24.000 Euro so ein Premium-Wellness in den Garten tun. Das denke ich, glaube ich, gerade auch in der Corona-Pandemie ganz interessant. Man kann die Produkte auch immer mehr online kaufen. Bei Tischkultur liegt es natürlich nahe, sich über Amazon irgendwie neue Teller zu kaufen. Aber selbst im Badbereich gibt es ja solche Online-Shops wie Reuter.de, wo Leute das Material selber bestellen, dann selber einbauen oder einbauen lassen. Und es sorgt auch für mehr Preistransparenz, denn oft schlagen Handwerker ja da immer nochmal was drauf. Das Design ist sehr zeitgemäß und ich würde sagen, die Marke ist auch wirklich extrem stark. Also wenn man zum Beispiel mal so Neubauentwicklungen durchgeht, ist es eine der wenigen Marken, die dann oft auch im Prospekt auftauchen, dass sie zum Beispiel sagen, Bad von Villeroy & Boch etc. Also man kennt ja normalerweise im Bau nicht so viele Marken als normaler Mensch und das ist natürlich schon eine große Stärke. Es gibt natürlich da auch noch einiges Konkurrenz, gerade im Badsegment. Niemand hat mal gesagt, wer es schafft, Toiletten und Teller von der gleichen Marke herzustellen, der macht schon einen guten Job. Und das, denke ich, kann man bei Villeroy & Boch insgesamt schon sagen, auch wenn sie, denke ich, das ein oder andere vielleicht auch liegen gelassen haben. Und es ist natürlich ein Familienunternehmen, Traditionsunternehmen, was eher in Dekaden denkt, was einerseits richtig ist, aber da kann man natürlich auch ein bisschen behäbig werden und, sag ich mal, vielleicht nicht so agil sein. Insgesamt ist das Marktumfeld die letzten Jahre gut gewesen. Einerseits die Baukonjunktur war natürlich nicht schlecht und auch die Leute, denke ich jetzt, was nochmal extra befeuert hat durch Corona, man ist zu Hause, ist viel zu Hause, will sein Zuhause verschönern, da kauft man sich vielleicht mal neues Geschirr oder wir sind hier, so einen schönen Jacuzzi, das macht schon was her. Oder natürlich, was auch kommen wird, Renovierungen, ja, dass man sagt, ich bin mit meinem Haus, der Wohnung zufrieden, aber das Bad ist 30 Jahre alt, mache ich jetzt mal neu. Andererseits im Bereich Tischkultur ist es eher eine Massenmarke. Ja, sie haben das jetzt versucht, ein bisschen aufzuspalten, dass sie da eine Marke fürs Massengeschäft haben, eine Marke fürs Premium-Segment. Aber anders als man meinen würde, haben sie relativ hohe Marktanteile und die Produkte sind auch nicht so teuer und die Margen waren auch nicht so gut. Sie hatten auch immer wieder mal Produktionsprobleme. In Asien gab es eine Fabrik, die nicht so super funktioniert hat. Und der Markt insgesamt, muss man natürlich auch sagen, ist jetzt nicht so riesig und auch ein bisschen zyklisch, gerade im Bausektor. Letzten Jahre lief die Bauwirtschaft aber eigentlich ganz gut und ich glaube auch, dass es nach Corona tun wird, weil wenn die Zinsen niedrig bleiben, staatliche Investments kommen und auch die Leute halt weiter hier zu Hause verschönern. Von der Kultur, ich habe es schon angesprochen, es ist ein sehr konservativ geführtes Firma, der CEO schon seit 2007 dran. Hat einiges richtig gemacht, einige Sachen aber, glaube ich, hätte man noch besser machen können. Zuletzt war mal eine größere Übernahme stand im Raum. Das ist jetzt, glaube ich, erstmal vielleicht auch wegen Corona auf Pause gedrückt. Und durch diese Familienstruktur kann es natürlich auch immer wieder Familienkonflikte geben. Aber dafür, irgendwas muss das Unternehmen ja auch richtig machen, wenn es schon seit 250 Jahren gibt. Was ich wirklich positiv finde, dass man also auch im E-Commerce stärker wird, allerdings mehr indirekt. Ja, man hat zwar einen eigenen Shop, da könnte man aber auch noch einiges besser machen. Vieles eher dann so über Amazon, dass man halt dann indirekt verkauft. Aber das Wachstum ist schon ordentlich. Und gerade im Bereich Tischkultur ist es jetzt doch über 30%, also wirklich schon relevant. Und per se können die Margen da vielleicht auch höher sein, als wenn man über den normalen Einzelhandel verkauft. Und wie gesagt, ich finde es auch gut, dass sie die Marken im Tischkulturbereich ein bisschen aufteilen. Denn es gibt Leute, die wollen gerne das Premium kaufen. Sie haben natürlich auch den Massenmarkt. Innovativ sind sie auch, würde auch noch ein bisschen mehr gehen. Ne? Also die Schweizer mit Geberit sind da technologisch auch noch ein bisschen weiter und integrierter. Zum Beispiel das V-Clean ist so ein neues, innovatives
Toilettenkonzept soll ganz gut sein und auch diese Whirlpools finde ich ganz top, aber das ist alles relativ, sage ich nochmal, gemächlich. Bei den Finanzzahlen die letzten Jahre konnte man die Margen leicht steigern. Ne? 2011 war man bei 3,7%, ist man mal bei 6%. Ich glaube, da könnte mit der Marke noch ein bisschen mehr gehen. Und was aber wirklich jetzt interessant ist, in 2020 war der Umsatz rückläufig, aber das EBIT ist stabil geblieben. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und vor allem die Q4-Zahlen waren extrem stark. Das sehen wir hier unten. In Q2 ist man nochmal massiv durch Corona belastet worden. Aber Q4 hat es dann rausgerissen. Jetzt muss man natürlich gucken, wie sich Q1 so entwickelt, weil wir auch ja wieder viel Lockdown da hatten. Trotzdem, ich glaube, 2021 sollte besser werden. Sie haben die Kostenstruktur ein bisschen angepasst. Und wie gesagt, das Marktumfeld für sie ist nicht so schlecht. Vor allem, sie sollten dann noch ein bisschen mehr was bei der Marge tun. Und was jetzt aber wirklich auch gut ist, die Netto-Liquidität ist sehr positiv, was, glaube ich, an so einem verkauften Immobilienprojekt liegt. Und das schafft natürlich Raum, auch wieder Zukäufe zu machen. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass man doch den einen oder anderen Konkurrenten jetzt sogar günstiger bekommen würde, zumindest im Bereich Tischkultur. Dann, da ist natürlich auch ein großer Bereich Hotels, Restaurants, die haben natürlich jetzt nicht bestellt und da werden viele leiden und da könnten sie natürlich zuschlagen, weil sie halt das andere Segment haben, was noch ganz gut läuft mit der Baukonjunktur. Die Aktie ist jetzt so die letzten 5 Jahre nicht so doll gelaufen, muss man sagen. Eigentlich so seit 2016 hat sich da nichts getan. Davor war ein ordentlicher Aufwärtstrend. Jetzt gibt es einen gewissen Widerstand so bei 16 Euro, aber ich glaube, wenn es da dann drüber geht, ja, und wenn vielleicht das jetzt doch alles so ein bisschen wieder Richtung Öffnung gehen sollte. Deutschland ist ja ein bisschen hinten dran, aber in anderen Ländern sieht es ja ein bisschen besser aus. Dann glaube ich, sollten auch wieder alte Höchstkurse um die 20 Euro in Angriff genommen werden, weil die Aktie ist relativ günstig, auch noch relativ unbekannt, sowohl bei Privatanlegern als auch bei Fondsmanagern. Man hat halt auch nur die Vorzugsaktie, wo jetzt auch, sag ich mal, die Liquidität nicht so super hoch ist. Die machen auch jetzt nicht so aggressive IR, weil der Familie es auch so ein bisschen, glaube ich, egal ist. Aber was mir halt gefällt in der Firma, wenn wir es so durchgehen, ja, ist ja wirklich eine Markenfirma, auch in Bezug auf Inflation, da gibt es nicht so viel. Eine WMF wurde gekauft von Franzosen und das ist eine Marke, die eigentlich fast jeder Deutsche kennt. Und glaube ich schon, dass man dann 19er KGV anlegen kann, auch weil die Bilanz inzwischen sehr stark ist und man doch relativ stetig ja gewachsen ist. Und von den aktuellen Schätzungen von 21, von 1,20 Euro, da wäre jetzt schon noch einiges an Aufwärtspotenzial da. Es gibt auch eine 4%ige Dividendenrendite fast. Und man hat halt eigentlich eine Aktie, wo die natürlich eine gewisse zyklische Anfälligkeit hat. Aber vom EV-Sales ist sie nicht teuer. Wenn man den Netto-Cash rausrechnet, dann ist das KUV bei 0,5. Das finde ich schon eher günstig. Da hätte ich so aus dem Bauch gesagt, einen einfachen Umsatz könnte man da schon zahlen, wenn man ein normales Margenpotenzial erreicht. Und man hat immer noch die Marke, die immer was wert sein sollte. Marktumfeld schaut aktuell, wie gesagt, eigentlich nicht so schlecht aus. Trend Cocooning, aber auch Baukonjunktur und Renovierungen. Und es ist, wie gesagt, auch so eine Corona-hybride Aktie, die auch von der Öffnung, denke ich, profitieren sollte, aber über E-Commerce und wenn die Leute zu Hause sind, auch jetzt nicht so extrem gelitten hat. Das ist eine Aktie, die ich schon sehr, sehr lange habe, auch im Dividendendepot, im Buy-and-Hold-Depot, muss ich auch zugeben, ist jetzt immer nicht wahnsinnig aufgegangen. Also da gibt es sicherlich Aktien, die sich besser entwickelt haben, aber das ist auch eine Aktie, wo ich sagen würde, da kann ich ruhig schlafen. Ja, im schlimmsten Fall habe ich halt 4% Dividende. Und ich glaube, auf die Sicht auf die nächsten 3, 4, 5 Jahre ist da auch noch ein bisschen mehr drin. Wir sehen hier doch noch ein ordentliches Kurspotenzial nach dem fairen KGV. Aber wie gesagt, das ist alles keine Empfehlung, muss jeder selber wissen. Wollte ich nur klar machen, warum ich die Aktie privat und auch in meinem Wikifolio Nebenwerte Europa und nachhaltige Dividendenstars zum Beispiel gekauft habe. Das war also meine Meinung wieder Roy und Boch, einem führenden Traditionskonzern im Bereich Porzellan.